Zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief, The Dark Project. Ja, ich bin immer noch in dem Türmchen und versuche nach oben zu kommen und das möglichst ohne, dass ich jetzt wieder runter in die Lava falle. Hier habe ich schon alles eingesammelt, soweit ich weiß. Die Schriftrolle ist unsinnig. Und dieses Mal bitte speichern hier vor. Dankeschön. Ich mache jetzt einfach eine Mega-Aufnahmesession hier. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Angst, 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 Angst. Schön vorsichtig, Garrett, vorsichtig. Long way down. Das ist a long way down, ja. Das kann man wohl laut sagen. Okay, puh, ich hab's geschafft. Ich bin außerhalb des Turms. Und da oben ist der Feuertalisman. Soweit ich weiß, kann ich aber nur über die andere Seite. Also ich muss rüberlaufen, glaube ich. Und, wobei hier ist ja auch ein Fenster. Kann ich da nicht auch hoch? Probier's beim Rückweg noch einmal, ob ich da eventuell auch hoch kann. Ich finde, das Haus da unten sieht aus wie so ein Männchen, wie so ein zwei Augen und so ein offener Mund. So, oh. Ist voll lustig. Hier? Oder hier hinten? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier, oder? Da, ja. Ach, logisch. Ich kann nur hier hoch, weil nur hier bei dem Fenster so ein Holzdingsbums ist, wo ich meinen Pfeil dran pappen kann. Kurz ein Stückchen zurück und dran springen. Würdest du bitte. Hallo? Was soll das? Bitte. Geh doch an das Seil ran. Geht nicht? Warum geht das nicht? Ja, ich habe noch genug Seife, ich probiere es nochmal anders. So, geht das jetzt besser? Geht das? Oh, es geht. Sehr schön. Dann sammle ich den anderen mal wieder ein hier. Oh Gott. Das ist echt der reinste Nervenkitzel. Ich habe eine Healing Potion. Ja, dann hau ich mir die doch direkt mal rein hier. Direkt mal in den Kopf hauen, da Dingen. So, was haben wir hier noch? Oh, hier geht's wieder runter. Nee, runter will ich nicht. Ich bin gerade hochgekommen. Was war da drin? Nix. Cool. Ja, hier also der sagenumwobene Feuertalisman. Naja, eigentlich gar nicht so sehr. Und? Garrett scheint nichts explizit dazu zu sagen zu haben. Dann haben wir jetzt den Talisman und können theoretisch und praktisch auch uns jetzt hier wieder auf den Rückweg machen. Den ganzen Weg zurück bis vorne zu dem Eingang der Stadt. Ich weiß gar nicht, bis wohin wir genau müssen. Ich glaube, sobald ich die Stadt verlassen habe, ist die Mission beendet. Da sind ja wieder Feuerbälle. Warum sind da wieder Feuerbälle? Doch alle ausgeschaltet. Sind das neue? Das wäre aber unfair, Leute. Oh. Wow, das war ein Schreckmoment. Oder hatte ich da einen vergessen? Nein, die sind neu gespawnt, die Scheißviecher. Mano. Da hätte ich mir am Anfang gar nicht die Mühe machen müssen. Oder wären dann jetzt sechs hier? Das wäre natürlich erst recht scheiße gewesen, wenn dann hier noch mehr gewesen wären. Okay, ich glaube, hier muss ich auch wieder zurück, richtig? Komme ich überhaupt wieder zurück? Klappt das? Geht das? Komme ich hier? Hallo? Hey, komm hier hoch. Geh da hoch. Dankeschön. So, jetzt kann ich theoretisch ja einfach hier runterspringen. Muss ich mir ja nicht die große Mühe machen, da jetzt extra wieder über die Lava zu hüpfen. Und wartet. War ich hier schon drin? Ne, hier war ich nämlich noch nicht drin. Seht ihr? Hier ist nämlich noch was zu holen. Ha! Okay, hier war ich aber drin. Ja. Oh, mein Seilpfeil. Ich habe, glaube ich, aber noch 6 Stück. Den brauche ich eigentlich nicht wieder.
Okay. Gut, dann müsste es ja hier jetzt auch wieder zurückgehen. Ich hoffe, ich finde auf Anhieb den Weg zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht tun werde. Puh. Boah, jetzt wimmelt es ja hier von diesen Scheißviechern. Ist ja schlimm. Wie soll ich denn da jemals zurückfinden? Lebend. Ich will doch nur leben. Wofür habe ich jetzt dieses komische Medaillon gefunden? Ist das irgendein... Ist das, hat das, macht das Sinn? Ist das wichtig für irgendwas? Ich weiß es nicht. So. Dalle. Ich glaube, ich muss hier zurück. Plump. Zack. Da, da, da. So. Den Weg hinzufinden ist immer schwieriger als den Weg rauszufinden, glaube ich. Aber bin ich wieder bei der Brücke? Kann ich da eigentlich auch rüber? Ich habe das Gefühl, so komme ich da nicht rüber. Aber ich habe doch... Ich bin doch vorhin irgendeinen Weg gegangen und bin dann irgendwie wieder da drüben gelandet. Ich glaube, das war als ich hier, genau. Und dann bin ich hier in der Mitte runtergesprungen und dann war ich wieder unten. Hier lang. Ah! Ist ja gar nicht wahr. Hallo? Hallo, hallo? Hä? Ich habe das doch vorhin geschafft, dass ich irgendwie wieder auf der anderen Seite gelandet bin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie war das doch, oder nicht? Oder wie? Oder was? Hm. Weil so komme ich hier, glaube ich, nicht weit. Das wäre ziemlich blöd. Wenn ich jetzt sterben würde, nur weil ich da nicht mehr rüberkomme. Okay, einmal speichern. Versuchen wir mal, unsere athletischen Künste hier zu präsentieren. So wird das nichts. So wird das nichts, mein Freund. Ich bin richtig gut. Das funktioniert super. Nein, das funktioniert so absolut gar nicht. Ich muss diesen Weg wiederfinden, wie ich irgendwie wieder die Brücke zurückgelaufen bin. Es ist wieder dieses typische, dieser typische, so mein Orientierungssinn. Es ist ganz... Ach, ich weiß wieder wo. Ich glaube, ich weiß wieder wo. Ich bin noch hier. 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 Nein, nicht hier. Nee, da bin ich ja runtergegangen. Och, mein Gott, das fängt wieder an. Das fängt wieder an. Ich sehe das kommen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Leute. Na, jetzt laufe ich natürlich den ganzen Weg wieder zurück. Was totaler Bullshit ist. Mann. Nee, hier war das auch nicht. Nee, das ist ja Blödsinn. Jetzt laufe ich ja den Scheißweg wieder zurück. Ich müsste irgendwie diese komische Brücke da aktivieren können. Aber wie? Wie, verdammt nochmal? Ich hänge so ein bisschen fest hier. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ja. Nee, hier offensichtlich nicht.
Das heißt, ich muss hier zurück, aber ich kann doch hier nicht zurück. Ich könnte höchstens versuchen, auf die andere Seite zu springen, quasi in diese Richtung hier. Aber das wird ja genauso wenig funktionieren wie das andere. Kann ich denn hier irgendwo Seilpfeile anpappen? Ja, anscheinend nicht. Wie zum Henker bin ich denn? Was habe ich denn da gemacht? Was ist denn da passiert, dass ich da irgendwie... Bringt mir das was, wenn ich versuche, jetzt hier auf die Kante zu klettern und dann... Er springt ja überhaupt nicht. Der springt ja überhaupt nicht. Nee, das hat ja absolut keinen Sinn. Ich renne hier jetzt ständig in meinen Tod. Kleinen Moment, ich versuche den Ausweg zu finden. Das hat keinen Sinn, wenn ich das in der Folge mache. Yay, ich hab's gefunden. Ich bin ja hier rüber gesprungen beim letzten Mal. Mein Gott. Ja. Ich habe da absolut nicht mehr dran gedacht. Das war ja quasi der Weg, den ich jetzt hier zurückgegangen bin. Beziehungsweise durch den ich wieder zurückgelangte. Ohne dass ich wusste, weshalb ich jetzt eigentlich hier... Würdest du bitte da hochgehen? Ich muss doch hier hoch, Garrett. Ah ja, okay. Danke sehr. So, jetzt springe ich quasi hier runter. Und ja, bin wieder hier. Oh mein Gott, ist das wundervoll. Ich habe übrigens auch herausgefunden, was es mit dieser Maske hier auf sich hat, die ich irgendwie weggeschmissen habe. Da habe ich jetzt den Fehler begangen und habe am Anfang des Levels nicht den Tipp mitgenommen. Denn es, man kann ja am Anfang der Level immer bestimmte Tipps mitnehmen und kaufen und über diese dann ja bestimmte Features in den Levels nochmal in den Levels, oh Gott, was habe ich in Deutsch? In den Leveln nochmal ja, freischalten. Kann man da glaube ich nicht sagen. Keine Ahnung. Jedenfalls wäre hier das Feature gewesen, dass diese Masken einem bestimmten Menschen sehr viel wert gewesen wären und man die dementsprechend hätte mitnehmen können, um dann noch mal ein bisschen mehr Gold zu bekommen. Ja, habe ich jetzt halt verpennt. Habe ich nicht dran gedacht. Ich wusste das. Also ich habe das durch eine andere Let's Playerin mehr oder weniger erfahren, dass das so ist, dass man das machen kann. Aber ja, ich habe da halt einfach nicht mehr dran gedacht. Und ich habe auch noch herausgefunden, dass man hier Gold finden kann. Noch mehr Gold, 1425. So, hier jetzt noch einmal speichern. Ich habe auch herausgefunden, dass man an einem bestimmten Ort hier, nämlich dem Grab des Kaisers. Ups. Warum hockt da ein Magier drin? Mensch. Oh. Ah. Hier war ich doch schon. Hier gibt es ein Grab des Kaisers, das sogenannte. Und dort findet sich der Hebel, mit dem man die Brücke hätte ausfahren können. Ich bin nicht mal in die Nähe dieses Grabes gekommen. Und dementsprechend habe ich den Hebel auch nicht gefunden. Aber ich habe hier, wie gesagt, einen Weg zurückgefunden. Ist ja an sich alles kein Problem hier, ne? The darkness will not protect you from Hilfe! Okay, wo ist dieser verkackte Magier? Habe ich noch Gaspfeile? Ja, drei Stück noch. Die könnte ich ja jetzt für ihn eigentlich draufhauen, weil ich bin, muss ja sowieso nur noch raus. Wo ist er denn, mein Freund? Ist er wieder zurückgegangen, oder was? Wo komme ich denn hier jetzt hin? Ach so, ja, hier bin ich wieder bei dem Hebeldings. Hebeldings ohne Hebel, weil ich den Hebel nicht hatte, habe. Wie auch immer. Joa, jetzt muss ich nur noch den Ausweg hier finden. Könnte ein bisschen schwierig werden, weil ich nicht mehr weiß, wie ich hier hingekommen bin. Ich glaube, hier hinten muss ich raus, oder?
Oder ist das hier wieder die Stelle, wo der... Ich glaube, das hier ist die Stelle, wo der Magier war. Hey, Überraschung. Ach was. Okay. Bin ich den auch noch los? Ausweg? Hallo? Probier's mal hier. Ah, okay, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, hier nicht. Ich musste hier links? Ich glaube, ich muss hier lang. Okay. Verzeihung. Das wäre jetzt mein Tod geworden, wenn ich da vorne hingegangen wäre. Ich glaube, hier sind wieder Feuerbälle. Hört sich stark nach Feuerbällen an. Nein? Kann er doch hier sein. Oh, lala. Ah! Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Scheiße. Ach, Manu, ich hätte speichern sollen. Manu, ich muss zu dem fucking Magier gehen. Okay, dann hau ich ihn halt nochmal um. All be still. Ich bin nicht still. Ich bin alles andere als still. So, hier ging's lang. Dann hier und dann hier und dann hier. Yay. Naja, zumindest konnte ich mir merken, wo der Ausgang ist. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt direkt mal die Wasserpfeile ausrüsten hier. Damit ich jetzt direkt anlegen und den Feuerball vernichten kann. Bams. Ja, wenn ich drauf gefasst bin, ist das kein Problem. Aber wenn die mich überraschen, ist halt scheiße. So. Hier muss ich wieder rüber. Wow, nicht zu weit springen, Garrett. So. Hier sind wir wieder bei der Brücke. Oh, komme ich an den da hinten schon ran? Nee, ne? Natürlich nicht. Der ist noch zu weit weg. Hey, mein Freund. Überraschung. Ah, da bin ich auch vorbei. Ja, treff mich doch noch dreimal. Wow! Puh, das war knapp. Ja, da war ich etwas zu übermütig, ich weiß. Aber was soll's? Ich hab's überlebt. Hey, zwei Heiltränke habe ich noch. Ich habe noch 10 Wasserpfeile. YOLO einfach, Leute. YOLO. War ich hier oben schon drauf? Hüpp. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Bringt mir das was, wenn ich da reingehe? Liegt da irgendwas Besonderes? Ich hätte auch hier unten einfach reingehen können. Sehr schön. Aber offensichtlich bringt mir das nichts. So. Ich muss mal gucken, vielleicht überziehe ich diesen Part auch ein kleines bisschen, einfach um die Mission hier in dem Part noch zu beenden. Ich denke mal, das bietet sich einfach an. Also, dass ich jetzt irgendwie nochmal im nächsten Part 3 Minuten dafür verschwende, um hier diese Mission halt zu beenden. Das ist ja Blödsinn.